Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Heute haben wir mal wieder 5 Tools und Lifehacks für euch. Kennt ihr das auch mit diesen verrosteten Bits immer in der Hosentasche? Ich habe mir jetzt so eine kleine Dose gekauft mit Bonbons und habe da meine Bits reingesteckt. Und dann bleiben die eigentlich schön sauber. So, ihr kennt vielleicht auch das Thema mit diesen lästigen, kleinen, gemeinen Aufklebern immer auf der Rückseite von den Blechen. Und ihr wollt das letzte Stück natürlich nicht nur in den Müll schmeißen, wenn ihr dann von der Rückseite das Ganze noch einseht oder vielleicht auch mal umdrehen wollt, das Blech. Dann könnt ihr das natürlich auch machen und diese Bleche mitverwenden. Wir machen das immer so, dass wir dahergehen mit einem Heißluftföhn das Ganze etwas erwärmen, bis sich die Aufkleber dann schwarz verfärben und dann einfach mit dem Cuttermesser entfernen, vielleicht noch ein bisschen mit dem Reiniger drüber. Und das war's auch schon. Bei den Dichtbändern haben wir dann oft das Thema gehabt, wenn wir die einfach so aufgewickelt ein Stück mal anschneiden und dann aufgewickelt wieder zurück in den Transportbehälter oder die Transportbox legen, dann schäumen die so auf und werden dann irgendwann auch unbrauchbar. Und wir machen das jetzt eigentlich immer so, dass wir die dann wieder aufwickeln und da gibt es solche praktischen Klammern. Die kann man dann hier einfach am Ende aufklipsen. Den Clips umlegen, die gibt es beim Bürobedarf für ein paar Cent und ist eigentlich echt eine praktische Sache. Dann könnt ihr das wieder aufräumen und habt immer ein frisches Dichtband. Die Clips könnt ihr dann natürlich auch verwenden, um einen Richtzettel an ein Stück Blech zu heften. Kennt ihr Schrumpffolien? Schrumpffolien nehmen wir eigentlich immer ganz gerne vor dem Transport zum Verpacken der Profile. So, und jetzt mal angenommen, ihr seid unterwegs auf der Baustelle und wollt irgendwo eine Schräge abnehmen. Wir nehmen da immer ganz gerne einfach einen Meterstab oder Zollstock, klappen den einfach auf, stellen dann die gewünschte Schräge ein oder die Schräge, die man vor Ort abliest. Nochmal aufklappen, in der Art einmal umklappen und schon kann man dann wirklich millimetergenau dann die Schräge ablesen. Wir nennen das Ganze dann immer Meterstabschräge und in der Werkstatt dann haben wir solch ein Winkelmesser, mit dem kann man dann schön die Schräge am Meterstab dann einstellen. Brauchen dann nur die Gradzahlen ablesen und können dann dementsprechend unser Profil richten oder was auch immer. Eigentlich eine super praktische Sache. Hallo Rudolf Dachhase, der Rudi, der hat sich gewünscht, dass wir doch auch mal die Dachdecker grüßen, schon öfters. Und das mache ich jetzt an der Stelle. Recht herzlichen Gruß da draußen an alle Dachdecker, die hier regelmäßig zuschauen. Natürlich auch an alle anderen. Das wird uns sehr interessieren, wegen was ihr denn eigentlich Spenger TV schaut. Ob ihr irgendwas mit Dachhandwerk zu tun habt, schreibt es doch einfach mal unten unter die Kommentare. Falls ihr unseren Kanal hier noch nicht abonniert habt, dann gebt uns dann einfach einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal hier auf YouTube. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Meisterburg für Spenger TV.